Ein völliger Neuanfang. Aber eben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, ist noch Menge Liter Wasser durch die Linde runtergeflossen. Habe eben schon gar nichts überlegt, als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Lehrerberuf aufzugeben. Ich könnte jetzt Folgendes als Ausrede brauchen. Ein Vulkan überlegt auch nicht, was sein Ausbruch für Schäden bringt. Irgendwann, wenn er in sich hinein keinen Platz mehr hat, explodiert er. Und ich glaube, das ist bei mir passiert gewesen. So ähnlich. Auch wenn ich in der Schweiz war, das hat mir ja kein Einkommen garantiert. Und von den Engeln im Himmel ist mir das auch nicht gerade ins Maul hineingekommen. Lehrer Lou, ist auch keiner mehr auf mein Konto geflossen. Und von der Musikkarriere allein habe ich Gottes Namen noch nicht erleben. Also, mir ist nur noch eins geblieben. Und wie es so schön auf klarem Deutsch heisst, selber, nimm den Finger raus. Jetzt habe ich ein Säuferchen schauen, wenn ich überlebe. Weil jetzt bin ich vor einem völligen Neuanfang gestanden. Das hat man schon gesehen, dass ich auf allen Gemeindefäckeln bei Beruf jetzt selbstständig Erwerbende hineingeschrieben habe. Und ich habe mich entschieden, ein Tonstudio aufzubauen. Die Entscheidung war auch wieder typisch für mich. Ich setze meine Zukunft auf ein Tonstudio. Setze auf etwas, wo ich praktisch keine blasse Ahnung habe. Mein einziges Wissen in Sachen Studiotechnik, das ich hatte, habe ich von meinem Studer Revox-Tonbandgerät gehabt. Damit die jetzt nicht zu technisch werden und ihr aber gleich versteht, was ich meine, will ich es kurz erklären, wie das mit diesen Aufnahmen so funktioniert. Ihr kennt es ja. Wenn man etwas auf ein Tonbändchen aufnimmt und nachher auf die gleiche Kassette etwas Neues aufnimmt, dann wird das alte gelöscht, das drauf war. Das Studentonband war aber ein Stereogerät. Das heisst, ich kann auf Kanal 1 links zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehmen. Das habe ich in den Kopfhörer gehört und habe dazu auf dem zweiten Kanal rechts einen Bass gespielt. Dann habe ich die beiden Sachen zusammengemixt und so ist Kanal 1 links wieder frei geworden. Zum zusätzlichen Instrument Gitarre, Piano oder Gesang aufnehmen. Checkt? Wie ein Ping-Pong, müsst ihr euch vorstellen. Hin und her. Das konnte ich so lange praktizieren, bis wir das Band rauschen. Mögt ihr euch noch erinnern, wie die Kassette beim Abspielen früher gerauscht haben? Bis man vor lauter Rauschen die Musik fast nicht mehr gehört hat. Überspitzt gesagt, natürlich. Übrigens, Beatles haben ihr super Album Sgt. Pepper genauso aufgenommen. Ja, selber, jetzt hör mal auf, dich immer mit den Besten zu vergleichen. Beatles sind Beatles aus London und du bist der Selve aus Glarus. Das wäre etwa das Gleiche, wie wenn mit einem VW ich einfach den Luxus auf einem Rolls-Royce erreichen willst. Aber eben, auf die innere Stimme habe ich natürlich nicht gehört. Weil für einen Neuanfang ist der von mir gewählte Erwerbszweig Tonstudio auch nicht gerade der sicherste Boden gewesen. Aber wisst ihr was? Ich habe Freude gehabt. Aber die Tatsache hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und ich sehe sie heute noch. All meine Kollegen, die ausgebildete Unternehmer waren, wie sie manchmal kopfschüttelnd gefragt haben. Selber. Kannst du von Freude leben? Ja, habe ich enthusiastisch geantwortet. Und wenn sie weiter gefragt haben, ja, kannst du mit Freude auch die Miete zahlen? Bei dieser Frage musste ich dann jeweils passen. Einer war der ganz ekelhafte Keib. Ja, er hat es ja nicht böse gemeint, aber jedes Mal, wenn er mir etwas vorgespielt hat, hat er am Schluss gefragt, ja, yeah. Und Rappen? Bringt das Rappen?